mit dem Geige spielen ist gar nicht so übel. Auf jeden Fall stehen die Frauen drauf. In allen Jahrhunderten. Also ich glaube, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht alles, all das erfüllen kann, was ein Gentleman können muss, aber ich gebe mein Bestes und bin, glaube ich, doch ein doch ein sehr höflicher Kerl. So. Also ich gebe mein Bestes. Ich finde, das kommt ganz auf die Person an, auch mit der man sich trifft. Es muss locker sein, dass man darf auch nicht ständig denken, dass man jetzt gerade ein Date hat, finde ich, sondern man muss diese Person ja ganz normal kennenlernen und auf lockerem Wege und entspanntem Wege. Und natürlich kann man ins Kino gehen oder was essen, so diese typischen Date-Aktionen. Aber ich finde, man darf da einfach nicht verkrampft sein. Dann ist es das perfekte Date. Dann kann es nur noch sein, dass es eben stimmt oder nicht. Monsieur Guidon, ich hatte doch extra die kanariengelben Strümpfe herausgelegt. Sie kleine Rebell. Sehr unangenehm, muss ich sagen. Also ich verkleide mich gerne so für einen Film, um in eine andere Rolle reinzuwachsen, weil sobald man jetzt in so einem Barockkostüm ist, nimmt man auch sofort eine andere Körperhaltung an und ja, fällt irgendwie in die Rolle und nimmt die Facetten auf, die damals üblich waren. Und trotzdem war so eine Strumpfhose schon was Neues und was ich so privat nicht unbedingt tragen würde. Es gibt eine Lieblingsszene, die ich persönlich ziemlich toll finde. Und zwar sitzen Gwendolyn und Gideon zusammen im Beichtstuhl und begegnen sich da das erste Mal irgendwie richtig. So, das sagt sehr viel über die beiden, diese eine Szene. Also wie sie zueinander sind immer, dass sie sich so ein bisschen anzicken und frech zueinander sind und sich eben necken. Aber auf der anderen Seite sich dann doch sehr lieb haben oder gerade dabei sind, sich lieb zu gewinnen. Und ich finde, diese Szene zeigt sehr viel davon. Deshalb finde ich die schön und ist eine meiner Favoriten. Also man muss sagen, dass wir, weil das Ganze ja in so einer Fantasiewelt spielt, ist es ganz wichtig, dass die Räume, in denen wir uns befinden, einen auch so rausholen aus der normalen Welt. Und da war der Drachensaal, der in der Wartburg sich befunden hat, also in der Lutherburg, atemberaubend. Der war einzigartig so, weil das einfach so ein, weiß nicht, von der Architektur her ist das was man noch nie zuvor gesehen hat und nichts vergleichen kann. Das war so ein Lieblingsmotiv von mir, ja. Der Rubin im Zeichen des Raben schließt den Kreis, den 12 gebildet haben. Lass mich jetzt hier nicht allein. Keine Sorge, dir passiert schon nichts.